Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und das ist Assassin's Creed Valhalla. So, Folge 1, wir beginnen natürlich ein neues Spiel. Wir spielen das Ganze mit Controller und ich würde sagen, ich hoffe, das Sound passt erstmal. Auflösung sieht soweit ganz gut aus. Das haben die Spiele mittlerweile zum Glück ja schon mal raus. Beliebige Taste drücken. Und dann schauen wir einfach mal. Ah ja, okay. Diese Einstellung solltest du vor dem ersten Spielstart an deine Bedürfnisse anpassen. Über das Hauptmenü hältst du Zugriff auf weitere Optionen. Okay. Helligkeit passt soweit eigentlich ganz gut, oder? Machen wir auf 6, das ist ein bisschen heller. Das wird dann ganz gut passen. Das lassen wir so. HDR habe ich nicht. Farbfehlsichtigkeit haben wir auch nicht. Ach du Kacke. Attentatssequenzen an, Bluteffekte an, Verstümmelung an, Junge. Alle Verstümmelungsanimationen im Spiel sind aktiviert. Ja, okay, lassen wir mal an, Freunde. Ist hier Content ab 18. Ja, das Spiel ist ab 18. Nacktheit an. Schön. Aktiviere oder deaktiviere die Darstellung von Nacktheit im Spiel. Zum Beispiel barbusige weibliche Charaktere. Schön. Lassen wir alles an, Freunde. Zielen. Okay, warte mal ganz kurz. Duckenaktion. Legenhänger-Methode. Ach, schön. Ist das gut. Ah. Zielen Aktion. Ach gut, die Eingabe. Ach, Freunde, ich wünschte, ich könnte es euch erklären, aber es ist ein bisschen schwierig gerade. So. Alles klar. Vibration machen wir mal leicht. Ich will keine Vibration. Ja, ich sitze hier nicht alleine. Oh. Lege die Eingabemethode für das Ducken fest. Umschalten oder halten. Achso. Zielen ist halten. Schnell. Ja, ist halten. Alles halten. Ja, okay, ist okay. Mhm. Sprache der Menüs ist auf Deutsch. Textgröße ist klein. Symbolgröße. Gesprochene Sprache. Deutsch. Untertitelanzeige ist an. Für Gehörlose lassen wir es mal weg. Passt. Okay. Auf Optionen. Nein. So. Ach, ist das schön. Da müssen wir mal gucken, ob das so passt von der Performance her. Wir haben eine 2080 Ti drin. Wir gucken jetzt mal. Das gefällt mir jetzt aber nicht so ganz. Zum Beispiel, dass ich jetzt hier nur auf 60 Hertz zocken kann. Das heißt, wir müssen dann doch mal auf den Vollbildmodus gehen. Und dann können wir nämlich auch die 144 Hertz einstellen. Mit Faust, den kann dann aber trotzdem. Auflösungsskalierung hätte ich gerne 100%, wenn es geht. Mal gucken jetzt. Ich komme hier nicht zum Spielen, ich sag's euch gleich. Meine FPS-Limit, ach, brauchen wir nicht. Wofür denn? Vollbildseitenverhältnis passt. Okay, das stimmt. Grafik. Grafikqualität extrem hoch. Gefällt mir schon mal sehr gut. Adaptive Qualität bloß nicht. Anti-Aliasing ist auf hoch. Wir machen alles auf extrem hoch, würde ich sagen. Screenspace ist an. Das ist auf hoch. Geht auch nicht höher. Das ist ja schön. Bewegungsunschärfe will ich eigentlich nicht haben. Dann würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Schwierigkeitsgrad. Achso. Abenteurer. Es gibt mehr Symbole, die dich zu deinen Belohnungen führen. Gelegenheiten sind weiterhin sichtbar. Rückmeldungen zu Gelegenheiten und regelmäßige Informationen auf dem Kompass.
minimale Informationen hat und auf der Weltkarte für ein eindringlicheres Spielerlebnis. Es gibt mehr Symbole, die dich zu deinen Belohnungen führen. Rückmeldungen zu Gelegenheiten auf der Weltkarte. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, was er damit meint. Das Ding ist, Freunde, ich habe im Review zu dem Spiel erfahren, dass es zum Teil sehr schwer ist, so eine Gelegenheiten zu finden, weil das Spiel da seinen großen Nachteil hat. Dem würde ich wahnsinnig gerne aus dem Weg gehen, weshalb ich tatsächlich jetzt erstmal Abenteurer nehmen würde. Ich glaube, man kann es im Nachhinein immer noch ändern. Wenn wir sehen, das Spiel verrät uns zu viel, dann können wir es immer noch hochstellen, aber ich würde jetzt vielleicht erstmal mit Abenteurer einfach anfangen. Achso, und jetzt kann man hier... Achso. Hä? Jetzt bin ich ja komplett raus. Okay, jetzt kann man erst den... Okay, Skalde. Für alle, die eine gut erzählte Geschichte, schwierigen Kampfherausforderungen vorziehen. Schaden und Widerstandskraft deiner Gegner sind reduziert. Du kannst diesen Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen. Wikinger ist Standard. Ausgeglichene Kampferfahrung für alle, die in das Wikingerleben eintauchen wollen. Der Berserker... Und der Dränger. Wir machen... Hier würde ich vielleicht Standard einfach nehmen, nicht leicht. Sondern einfach mal Standard. Das war auch ein paar Mal verkacken, so. Pestcam, wie ihr sehen könnt, ist oben. Also, ich habe mir eine Aufnahme von dem Spiel mal angeguckt, von dem lieben Gronkh. Grüße gehen raus. Ehrenmann. Und da habe ich gesehen, dass das Spiel so gut wie überall Einblendungen hat. Außer oben rechts, deswegen ist meine Kamera jetzt auch oben rechts. Hä? Ach so. Ach, das sind... Ach, jetzt habe ich das... Ach. Man kann den Schwierigkeitsgrad für jede einzelne Klasse anpassen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Für Erkundung nehmen wir das Leichteste. Für den Kampf nehmen wir Standard. Für Schleichen nehmen wir am besten... Normale Wahrnehmung und Aufmerksamkeit der Wachen machen wir auch Standard. Dann geht's los, Freunde. Viel Spaß. Können wir nach 8 Minuten dann auch mal loslegen. Bin sehr gespannt, wie es wird. War ja sehr durchwachsen, die Meinung von dem Game und so. Los geht's. Still, ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde. Kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir. Grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja! So, war eine kleine Einführung. Ah, und da geht's auch schon los. So, wir spielen gerade Ava als Kind. Okay. Da draußen hört sie's nach Feiern. Gucken wir doch mal. Ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Okay, muss gucken, ob es lautstärkemäßig passt. Sieht aber einigermaßen gut aus noch. Wenn wir das die Aufnahme dann mal anhören und dann die Lautstärke zur nächsten Folge auf jeden Fall auch anpassen. Ich hoffe aber, ich bin laut genug. So, was muss ich jetzt machen? Hallo?
dabei bist du ja keine Dränger. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwas so, siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Junge, das, ja. Schön. Warum nicht? Nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Wollen wir auch gar nicht. Valkaseda wirkt durch meinen Hammer. Okay. Sprechen. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Mhm. Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich. Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu. Anschalten, was denn? Ah ja, okay. Anschalten. Und dann wirft er einfach nur irgendwas in die Luft. Was hat das mit Anschalten zu tun? Kann mir das jemand verraten? Wahrscheinlich nicht. Egal, komm. Ihr Kinderding. Ah. Was für ein Chaos hier. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Mal sehen, was der König zu dem Geschenk sagt. Ah.
König von Rügjafylki. Heute Nacht werden wir alle neu geboren. Skål! Eivor, Eivor, komm. Herr, mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hört zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met uns Stärke bringt. Helmut und Ehring. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Der Held wird der Held gemacht. Das Horn für die große Wahl. Für die Helden und die Krieger. Macht euch bereit, Männer. Gut, Wurster. Geh. Du nicht, Eivor. Jetzt noch nicht. Ja, wäre auch so schön gewesen, wenn es schön losgehen würde, oder? Und sind wir allein. Ich bin gespannt, wie die Performance draußen ist. Aktuell haben wir 80 FPS und aufwärts. Aber wir sind ja in einem geschlossenen Raum, da ist es immer ein bisschen höher. Ah, gucken wir mal. Es sieht sehr flüssig aus, was mich sehr freut. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Wenn ich diesen Namen höre, ne? Eieiei, wer bist du? Okay. Was soll ich jetzt machen? Rausgehen oder was? Schön rein in den Kampf, ja, ich merk schon. Oh ja, die Kamera lenkt mir sogar hin. Ist ja schön. Na, gucken wir mal, was da draußen los ist. Wobei, ich will es eigentlich gar nicht sehen, oder? Du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet ihr alle!
derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ja, okay. Schön. Jetzt können wir das Geschlecht auswählen. Weibliche Ava, männlichen Ava, den Animus entscheiden lassen. Boah, ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, gibt jetzt nichts, worauf ich unbedingt mehr Lust habe. Aber ich finde es schön, dass es diese dritte Version hier gibt. Die Animus greift auf den jeweils stärkeren weiblichen oder männlichen Datenstrom zu. Du kannst die Einstellung später ändern. Ja gut, dann, Freunde, würde ich sagen, lassen wir das System entscheiden und gucken mal, wo wir landen. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Es ist die Frau geworden. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Quest, durch Ehre gebunden. Linker Stick bewegen, rechter Stick Kamera. Ist ja schön. Und die sollte natürlich auch an sein. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Finde und rette deine Besatzung, okay. Mhm. 18 Jahre später, interessant. Odins Sicht, untersuche die Umgebung. Erhalten, okay. Ah ja, okay. Oh. Da haben wir doch was. Was haben wir denn da? Besser. Nahrung. So. Hallo, was haben wir da? Ah, plündern. Okay. Kann ich in die Häuser gucken? Ja. Ist jemand da? Hallo? Nee. Zerbrechen. Warte mal, was war jetzt nochmal die B-Taste? Die hier, ne? Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Hallo. Ein Kompass und ein bisschen Silber, ne? Das ist auch mal was Schönes, oder?
Also ein bisschen was zu holen. Geben Sie mir alles. Gucken wir mal, ob wir hier noch was machen können. Ah, was habe ich davon jetzt bekommen? Ah. Ich fühle mich besser. Stärker. Bin ich irgendwie kalt oder so? Also, ich meine, das... Das hebe ich für später auf. Mahlzeiten für vor Ort. Du hast genug Nahrungsmittel für eine Herzmahlzeit gesammelt. Oh, Moment, was habe ich jetzt gemacht? Flügel aus. Habe ich hier diesen Adler wieder. Okay, den erreiche ich damit. Interessant. Ah, cool. Interessant. Was? Ah, okay. Und dann? Aha, okay. Ah, interessant mit dem Gegner anlocken wahrscheinlich, wa? Ach, Proviant ist voll. Na dann. Wo muss ich jetzt hin? Hallo? Sammeln wir erstmal nochmal ein bisschen. Ja, finde und rette deine Besatzung. Ich denke, wir sind hier noch an der falschen Stelle, wa? Achso. Das mit dem Sprinten finde ich jetzt nicht so geil, dass das hier auf dem Stick selbst liegt, weil ich echt ungerne eindrücke, muss ich sagen. Hallo. Ach, die kann... Ja, okay. Ja, ich vergesse immer, dass es bei Assassin's Creed geht, dass man halt so einen Stein einfach hochkommt. Ja, okay. Da muss ich mich... Ist mein erster Assassin's Creed-Teil, den ich jetzt... erreiche den Aussichtspunkt, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen. Wo ist der? Ach, das wird dieser Felsen da sein, ne? Neues Gebiet entdeckt. Rigjafilki. What the fuck ist das für ein Name? Ich werde das in keinster Weise jemals richtig aussprechen. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Aber das hier ist der Aussichtspunkt. Und dann zeige ich mal, was du so zu bieten hast, du liebe Welt. Ja, warum nicht? Alter. Hui. Und das ist ja nur ein winzig kleiner Teil der Map. Das ist immer so richtig krank bei diesen Spielen. Wie gesagt, das ist mein erster Assassin's Creed-Teil, den ich jetzt richtig spiele. Ich habe nur den Origins ein bisschen gespielt, ein paar Stunden. Odyssey leider nicht und davor auch gar nichts. Aber naja, machen wir es mal so. Wenn du Aussichtspunkte synchronisierst, schaltest du sie als Schnellreiseziele frei und deckst Gelegenheiten in der Umgebung auf. Ah ja, okay. Na dann. Ach, ich soll da runterspringen. Ach, warum nicht? Warum nicht? Spring halt ins Wasser bei dieser Temperatur. Ich hätte es jetzt nicht gemacht, aber was soll's. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo weiter nach hinten? Einer von Cutevies Männer. Ich muss vorsichtig sein. Wo?
Mit dem Raben kannst du dir einen besseren Überblick über deine Umgebung verschaffen. Was siehst du, alte Freundin? Alte Freundin. Ich sehe gar nichts. Ach, wie ging jetzt nochmal Odins Sicht? Ist ja wieder belastend. Interessant. Ah ja. Oh, da. Okay. Ich darf ja nicht erwischt werden. Oh. Ah ja. Der Bogen. Na dann. Hat geklappt. Na. Wenn du nichts hast für mich, dann... Ah doch, ein bisschen, ein paar Pfeile. Ah, geil. Ich danke dir vielmals. So, machen wir die erste Folge mal ein bisschen länger. Das wäre schon sowieso weit drüber. Machen mal diese erste Mission hier noch fertig. Achso. Ah, okay. Achso, dann muss ich wahrscheinlich später im Inventar das noch erweitern, ne? Ich sollte mich nicht sehen lassen. Oh. Sühnen, leite mich. Oh, ich kann jetzt nur eine Markierung setzen. Solange der Rabenclan lebt, wird das nicht geschehen. Wir kämpfen wie Berserker. Eivor Wolfsmal erschlug allein eine Zwanzigschaft oder mehr. Ha, jetzt schmeckt Eivor die Peitsche des Sklaventreibers. Ach ja? Sigurd scheint auf See verschollen und die Raben sind bald. Was ist da los? Hab da nicht mehr zu lachen, wa? Sogar mal einen Pfeil wiederbekommen. Wie wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, zwei Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Ein Schild kann jetzt in den jeweiligen Menüs als Nebenwaffe ausgerüstet werden. Inventar öffnen. Alles klar. Es gibt drei Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Waffen, die in der Haupthand ausgerüstet werden, verursachen den Großteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Bei einem etwas defensiveren Ansatz kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten.
kannst Waffen und Schilde auch in der Nebenhand ausrüsten. Diese haben dann eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil. Beidhändig geführte Waffen belegen beide Waffenfelder. Neben deiner Nahkampfwaffe ist auch immer ein Bogen für Fernkampfangriffe ausgerüstet. Es gibt drei Arten von Bögen, die je eigene Pfeile benötigen. Zieh dir die Werteübersicht im Inventar an, um mehr Details zu deiner aktuellen Ausstattung zu erfahren. Wir haben, genau, kann ich nicht irgendwo mein Schwert noch ausrüsten? Ja. Zack. Jetzt haben wir auch ein Schild. Wir haben sonst nichts anderes, ne? Wir haben auch keine Rüstung und so. Nee, haben wir natürlich noch gar nicht. Ah, hier Mahlzeiten kann man noch verbessern. Genau. Fertigkeiten gibt es natürlich auch. Oh, toll. Da gibt es wieder eine Menge. Und die führen dann... Sehen wir noch gar nicht. Ha, schön. Die Weltkarte. Ach, sehr schön. Ach. Ja. Okay, wir sind auf diesem winzig kleinen Teil hier. Einfach schön. Toll. Haben wir auf jeden Fall noch einiges zu entdecken. Kann ja schön werden. So, Quests. Durch ihre gebunden Questlog. Im Questlog kannst du deinen Fortschritt bei aktiven Quests und in den verschiedenen Gebieten verfolgen. Im Laufe deines Abenteuers werden Gebiete und ihre Quests angezeigt. Wenn eine Quest verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Okay. So, verfolgte Quests durch ihre gebunden. Teil von Schlacht um die Nordwege, Kapitel 1. Eine Heldin der Wikinger muss ihre Besatzung vor einem Todfeind retten. Finde und rette eine Besatzung. Ja, das ist ja das, was wir jetzt haben. Da gibt es noch den Kodex. Okay. Tutorials, alles, was du bisher gelernt hast und Datenbank. Interessant. Oh Gott, ja gut. Alles, was gelesen, markieren, das brauchen wir jetzt alles hier. Datenbank. Gegner. Wikinger. Ordentliche Kämpfer, die mit ihren gezackten Äxten Schilde durchschlagen können. Ihre undisziplinierte Natur führt jedoch zu einem erschreckenden Mangel an geplagtem Vorgehen. Tipps und Schwächen. Bleibe aggressiv. Vorsicht vor seinem Schild. Hier sind doch Tipps drin. Räuber, Wikinger. Regionen haben wir erst eine von 11, nämlich Norwegen. Schön. Gibt's auf jeden Fall jede Menge zu lesen. Waffen, die in der Nebenhand ausgerüstet sind, können unabhängig von der Haupthand verwendet werden mit LB. Ah ja, okay. Okay, das ist leichter und schwerer Angriff. Das ist dann so. Das ist der Bogen und Ausweichen war X. Ah ja. X ist Ausweichen. Das müssen wir uns alles merken. Und unsere Besatzung ist da drinne, oder was? Ja. An einem pulsierenden Leuchten im Kompass erkennst du, dass du in der Nähe von Schätzen, Rätseln oder Artefakten bist, mit Odins Sicht. Ja, okay. Ah ja, da. Kultwies Krieger krauchen durch Irrwaldsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Los, Sühnen. Ja, das Ding ist, der Rabe bringt nicht mehr so viel wie in den letzten Teilen. Da konnte man die Gegner markieren und konnte sie dann noch sehen, aber so... passiert da ja eher nichts. Da sind auf jeden Fall Gegner. Na, da sind überall Leute. Ich kann echt nicht einfach rein. Überall Wachen und so. Wird ja wieder lustig. Irrwaldsnäs, was? Das kennen wir und gehen trotzdem einfach mal eben so durch den Haupteingang.
Ah ja. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Ach echt? Okay. Danke für den Tipp und so. Hält er mich nicht oder so? Da hat einer dem Wolf am Schwanz gezogen. Komm her. Ach, da kommt er. Haha. Du, halt an. Hey, Moment. Du wirst Wurmfutter. Ha. Oh, dann testen wir doch gleich mal den Kampf. Schieß mich da mit Bogen, Alter. So. Was wird klar ist hier, Alter. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Ah ja, da drinnen sind sie wirklich. Genauso wie noch wunderschöne Wachen, aber warum konnte ich denn gerade kein, gibt's nicht, gibt's das nicht? Können wir wohl noch nicht, oder was? Ah. Ah, geil. Wir können noch keine Kills machen. Oder was? So, ich bin auf dem Dach. Wo ist jetzt deine Öffnung? Das Ding hier? Oder was? Hä? Hallo? Ah. Wenn ich weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Ass! Aha. Alles klar. Mal gucken, wie ich da runterkomme. Hier sind... Ah. Hallo. Und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ich hau dich in zwei. Okay. Ich schicke dich direkt so her. Knie nieder, Wolfsmann. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe. Stirb, du niederer Abschaum.
Oh, kein Ausdauer mehr. Ah, ist ja belastend. Ah. Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder ein Angriff fehlschlägt. Ist sie ganz verbraucht, kannst du nicht mehr ausweichen oder blocken, bis sie wieder voll ist. Ausdauer füllt sich wieder auf, wenn du leichte Angriffe landest oder eine gewisse Zeit wartest. Okay. Belastend. Das ist wieder halt so ein Ding. Oh, Moment. Okay, da. Das ist wieder so ein Ding, muss ich echt sagen. Wieder supersinnig. Ich brauche 1000 Schläge, er braucht einen Schlag. Einfach toll. So eine Ausgeglichenheit ist ja wieder schön. Ach, und jetzt darf ich von vorne anfangen. Ich hatte die 90% Down. Ist ja klasse. Knie nieder, Wolfsmann. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe. Stirb, du nieder Abschaum! Braucht definitiv mehr Waffen, Alter. Ah, hi. Odin, siehst du auch zu? Weiß ich. Kann er mich, während ich ihn angreife, mich angreifen? Das geht doch überhaupt nicht. Es ist ja wieder lachhaft. Lachhaft. Ja, nochmal. Nein. Ah, das ist ja jetzt, was ist das denn hier für ein Kampfsystem, Alter? Guck mal, er kriegt halt easy 0 Damage. Stirbst du, niederer Abschaum! Jetzt geh schon zu Odin. Ja, ich hab's verstanden. Aufpassen. Kann mein Leben nicht regenerieren. Ah. So.
Vater. Du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin. Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Heißt das wohl, ich gehe einfach raus, oder? Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh. Ja, natürlich. Befreit seine Besatzung. Wir haben einen Mantel bekommen und Armschienen. Wir haben... Cool. Auf jeden Fall. Du kannst den erhaltenen Rüstungssatz im Inventar. Ja, da haben wir doch jetzt was Vernünftiges. Zumindest ein bisschen was Besseres. Ja. Den haben wir immer noch, aber wir haben jetzt eine bessere Axt. Angriff 46, 54. Auf jeden Fall die alte Axt von unserem Vater. Nehmen wir. Da haben wir nichts, aber wir haben bessere Handteile. Und auch Schuhe. Ja, schon mal ein bisschen besser ausgestattet. Warte mal, gibt es jetzt auch den Schützen. Ja, schön. Das war sehr freundlich, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Oh, wenn du zwei Waffen führst, kannst du speziell länger für... Ja. Jemand was für mich? Nein. Geil, ne? Das sieht ja gut aus. Ah, du hast sogar noch was für mich. Begib dich zu deinem Langschiff. Mach ich doch zu gerne. Oh, Moment. War ja noch dieser Schatz, den wollte ich mir aber nochmal schön snacken eigentlich.
Ah, da ist aber auch ein Gegner. Dem Haus war das, ja? Clint, ich muss auf die andere Seite. Ach, wie die Tür ist verriegelt. Ach, wahrscheinlich kann ich das nicht kaputt machen. Aber hier ist der Schatz. Wow, ein Kohlebarren. Oh Gott, bin ich reich. Ah, komm. Das geht ganz schnell. Odin, hol dich. Den Göttern! Stirb! Na, dann lass mal langsam zum Schiff gehen. Ich glaube, wir haben ja ganz gute Sachen geholt. Ja? Ganz gute Sachen geholt. Hä? Ach so, hi, ne? Sonst noch jemand, der Stress will. Wo ist das scheiß Schiff? Da. Gehört ihr zu mir? Ihr gehört zu mir, wa? Und du? Segel setzen! Mehr Segel! Segel! So, und wo geht's jetzt hin, hallo? Oh, wahrscheinlich hier, ne? Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Ja, kann man eigentlich sagen. Sieh nur, jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Cutvies Männer, sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Okay. Plünderung. Zeig dir mein Schwanz. Ecki. Ecki ein Ei. Ha. Geil. Ach, ja, komm. Was für mich? Nee, natürlich nicht. Sparken. Gott, sind das hier Mastenschlägereien, Alter. Bring
Hallo. Gibt's hier nichts zu plündern? Also, eine Truhe. Oh, eine Waffe. Können wir uns mal anschauen. Gab's nur das eine Haus, oder was? Ja. Ach schön, das war das einzige Haus. Den Schatz haben wir geklaut. Na dann. Oder gibt's hier noch irgendwas? Absolut nichts. Hat sich ja mal sowas von nicht gelohnt. Na gut. Freunde, ich würde sagen, hier ist doch gerade so schön. Das war's für die erste Folge Assassin's Creed Valhalla. Erste Folge mal ein bisschen länger, dass wir halt nicht eine Unterbrechung haben in der Anfangsmission. Auch wenn die erste Mission jetzt noch nicht ganz vorbei ist. Aber hier ist ein guter Punkt, wo mal gerade wenig los ist. Ja. Nächste Folge geht's an genau dieser Stelle hier weiter. Wir segeln nach Vornberg. Und dann schauen wir mal, was das Spiel sonst noch zu bieten hat. Bis jetzt muss ich sagen, ist es eigentlich relativ geil, muss ich sagen. Aber es kommen ja noch ein paar Stündchen auf uns zu und dann werden wir nochmal genau sehen, was das Spiel uns zu bieten hat. Freunde, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.